Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, wir sehen gerade, hier sind die ersten Leute oder hier ist gerade das Flugzeug befüllt worden. Ein Flugzeug? Welches Flugzeug geht denn jetzt ab? Ah, doch, das hier. Sah gerade noch so unbewegt aus. Ah, da geht es schon los Richtung Rollbahn. Macht sich auf dem Weg, keine Daten gefunden. Wir haben noch keine Wetterstation gebaut. Vielleicht wird das mal eine Idee. Was war das jetzt? Wir bauen mal hier eine kleine Wetterstation am Rande des Gebiets hin, um die aktuellen Wetterdaten zu kriegen. Unser Büro hier ist auch mittlerweile bummvoll. Wir müssen aber auch hier noch ein paar Sitze hinbauen. Einfach ein bisschen Launch and Chill sozusagen. Braucht das Büro natürlich auch in dem Fall. Sind hier keine Unmenschen. Einfach ein bisschen was zu chillen. Vielleicht wird auch eine Reihe wieder abgerissen, damit ein bisschen mehr Platz ist. Und dann können die auch ein bisschen runter chillen kommen und ein bisschen runterkommen noch. So. Jetzt tun wir ein bisschen vorspulen. Dann passiert auch ein bisschen mehr. Also, Flugzeug, was mich hier noch ein bisschen stört, ist das hier. Abflug um 15.16 Uhr. Bedeutet, in 4 Stunden sollte das hier weg sein. Dann können wir alles umbauen. Na, schau, wie wir jetzt schon hier stehen. Also, wir machen hier schon, glaube ich, einen ganz guten Profit, wenn wir das so anschauen. Jetzt ist gerade wieder ein bisschen Minus da. Verspätet sich, müssen Sie um eine Stunde Verzögerung anrufen, kümmern sich eh meine Leute. Verpachtete Cafés ist abgeschlossen. Dann hätte ich gern noch French Rice Läden. Und jetzt sollte ich hier eine leere Theke für Kaffee oder eine Bar. Ein Kühlregal. Lager gekühlte Kost und Snacks. Ein Schalter. Eine Theke für Speisen und Getränke. Eine Kaffeemaschine, um Speisen und Getränke aufzustellen. So, die Frage ist, wo bauen wir das jetzt am besten hin? Kaffee gibt es natürlich hier immer schön drin. Gastronomiebereich. Ich würde den hier doch gerne relativ groß bauen. Eine leere Theke für einen Kaffee oder eine Bar. Das heißt Lebensmitteltheke. Machen wir jetzt mal ein kleines Kaffee. Ich weiß noch nicht genau, was passiert in dem Fall. Das ist ein Kühlregal. Ja, nehmen sich da die Leute was raus oder wie schaut es aus? Sandwich-Theke. Keine Ahnung, ich probiere es einfach mal aus hier. Nein, Bier soll jetzt hier keins sein. Eine Biertheke, eine Kaffeemaschine soll es sein. Wir bauen hier nochmal eine Kasse hin. Und dann, keine Ahnung, hier eine Tür hin oder sowas? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich kann jetzt das nach außen drehen sozusagen, dann können sich die Leute da was nehmen. Und dann nehme ich hier mein Bausystem, sage, okay, ich will gerne hier eine Tür rein haben. Hier eine Wand und hier eine Wand und hier auch eine Wand und dann können die Leute damit was anfangen. Ich weiß es nicht, probieren wir es. Vielleicht kaufen sie ja dann Kaffee.
Werden eigentlich unsere Toiletten hier verwendet, die wir hier mühselig aufgebaut haben? Ich glaube nicht nur, dass die hier vorbeilaufen, dass die hier wirklich nicht wirklich benutzt werden. Wie schaut's mit die? Weil die werden ja dauer benutzt. Also die nutzen schon die Sitzplätze. Vielleicht brauchen wir eine. Vielleicht sollten wir den Bereich doch noch so als Chill and Lounge Area machen, ha? Huh? Ich wollte da nicht gleich das Frauenklo reinbauen oder sowas. Wir einfach die Abrissbirne bauen. Okay, jetzt habe ich verkackt. So. Da kommt jetzt noch ein richtig schicker Boden rein. Ihr sollt da eine Wand reinsetzen, Leute. Personal. Zugelassen mit. Ah, okay. Ich hätte hier jetzt gerne ein paar Sitzgelegenheiten. Modulare Sofa-Ecke. Don't you know it? Das ist ja mega heftig, okay. So ein bisschen hier noch. Und dann wieder hier rum. Dann haben die hier so eine schöne Sofa-Couch-Ecke. Auch nicht schlecht. Noch ein bisschen kleinere Couches. Ah, jetzt gibt es hier nur noch die Eckvariante, leider. Kommt hier noch ein Tisch rein. Dann gibt es hier wenigstens über so ein bisschen noch Sitzfläche sozusagen. Mit der die was anfangen können. Und wo sie auch chillen können, weißt du? Entspannungsbereich. Ja, jetzt ist es auch um einiges besser wieder. Auftanken abgeschlossen. Ich sag mal, ja, dankeschön. Wir haben den letzten Bereich nun auch endlich für Flugzeuge geclaimt. Sitzplätze sind auf jeden Fall, hoffe ich mal, genug da. Vertrag unterschreiben. The Bean. Nehmen wir nochmal Sabine. Ich wollte Sabine. Wo, jetzt habe ich Bienen wahrscheinlich Größe 40 Quadratmeter Raumanforderung. Ah, die wollen alle eine bestimmte Größe haben, okay. Kaffeebar. Ich will einen, der wenig braucht. Hilpo Café. Unterzeichnen. Öffnungszeiten 8 bis 20 Uhr. Heute verkaufe ich nur 45. Ich miete einen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Dann würde ich jetzt nicht hin noch. Dann Fundament reinsetzen. Dann können wir das vielleicht ausnutzen. Alles noch. Mal gucken, wie wir es am schlauesten machen. Und es ist und bleibt ja immerhin ein Sicherheitsbereich, ne? Also kann man ja nichts drumherum machen. Ah, schau, die Leute verwenden das Klo. Yay!
Ist schon 8 Uhr? Ne, ist noch nicht ansatzweise 8 Uhr. Der Passagiere sich im Terminal befinden. Oh. Oh, holy shit. Da geht's ab, du. Was ist denn jetzt schon wieder verspätet? Warum kann der Arbeitsplatz nicht erreicht werden? Da arbeitet doch schon jemand. Oder hat jemand gearbeitet? So, ich würde das hier noch gerne als Sicherheitszone mitdefinieren fürs Erste. Denn immerhin sind das hier ja Toiletten. So, jetzt bauen wir hier mal Türen rein. Hier eine Türe. Hier hinten auch eine Türe. Dann reißen wir das hier vorne ein. Dann gibt es hier natürlich noch einen Mülleimer jetzt. Hätte genauso hier und hier gerne einen Mülleimer. Und dann müssen wir wieder zur Toilettenabteilung. Das als Toilette definieren. Ob es in dem einen Bereich jetzt hier auch wieder Sicherheitszone. Ansonsten drehen die uns noch durch. So, machen wir das jetzt hier als... als große Frauentoilette, würde ich sagen. So, auf der Rückseite kommen dann Wände rein. Keine Ahnung, ich musste die wahrscheinlich gar nicht bauen hin und her, aber... keine Ahnung, ich finde, das ist richtig so. Und dann kommen für die Toiletten hier noch natürlich Waschbecken dran und ein paar Handtrockner. So, das ist jetzt die Frauentoilette. Und wenn die fertig gebaut ist, wird die auch gleich mal eröffnet. Die kriegt noch auch so schnell so einen schwarzen Boden rein, weil ich den relativ cool finde eigentlich. So, und dann wird die damit eröffnet. Schauen wir, die verkaufen. Cool. Der hat schon fast sein heutiges Ziel erreicht und das direkt am Anfang des Tages. So wollen wir das doch. Aber je mehr sie natürlich verkaufen, desto besser auch für uns wiederum, ne? So. Dann fangen wir mal mit der Männertoiletten an. Die muss ja auch noch hergerichtet werden, ne? Jetzt ist die Frage, wie designen wir das am schlauesten? So. Ich würde irgendwie sagen, hier noch Pissoirs hin. So. Und so. Und dann brauchen wir natürlich hier auch wieder ein paar schöne Waschbecken. Und ein paar tiptop parate Handtrockner. So. Boden wird wieder in eine schöne schwarze getaucht. Keine Ahnung, ich finde das ganz schick eigentlich hier. Vor allem kenne ich dann gut meinen Badbereich. Natürlich nur männlich erlaubt. So. Große Toiletten existieren auch. Ach schau, da gehen schon die ersten gleich aufs Klo. Und wir nutzen den Lokus. Damit das hier schick wird. Ich habe unsere Dinger schon lange nicht mehr fahren sehen irgendwie. Aber hier muss ich, habe ich vergessen zuzuweisen. Franchise-Läden, die sollte ich vielleicht zuweisen immer wieder, ne? Allgemein aufs Dashboard mal gucken. Die
Ausgaben sind immer noch sehr, sehr nah an den Einnahmen. Betrieb. Er braucht wahrscheinlich den Jet-Treibstoff aktuell zum Auffüllen. Fahrzeug-Catering brauchen wir noch. So. Was mich interessiert, wenn ich unterirdisch gehe, kann ich dann rein theoretisch auch unterirdisch Parkplätze bauen? Nee, oder? Ich kann also ein Parkhaus bauen. Das wäre so der absolute Hammer. Nicht mal oberirdisch parken, sondern unterirdisch. Wäre ja das Träumchen. Dann gibt es hier eine schöne Rolltreppe nach oben und da kommt man dann aus der Tiefgarage rauf und runter. Dann würden wir doch das doch mal gleich vorbereiten, oder? Rolltreppe. Geht die jetzt nach oben, oder? Muss an einem Terminal platziert werden, was? Zwischen Stockwerken zu wechseln. Geht die jetzt nach oben oder geht die jetzt nach unten? Ah, unser Ding ist auch wieder fertig, unser QFF. Dann nehmen wir jetzt gleich mal, würde ich sagen, noch den Jet-Triebstoff hier. Oh, ist das noch nicht freigeschaltet? Ich will's haben! Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir vielleicht es schaffen, eine Tiefgarage zu bauen. Also, bis dann. Ciao! Oh, guck mal. Regale. Shop. Das wird was. Also, bis dann, Leute. Ciao, ciao.